So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Deshalb bin ich auch wieder hier. Und ihr seht unten, Creator Code ist da. Dank euch natürlich. Aber wir gehen heute auch direkt rein in den Shop. Diesmal machen wir es ein bisschen anders. Und wir sehen, der Totenschütze ist da. Immer noch. Der war gestern noch schon im Shop. Der wurde auch gestern schon verlost an einen Abonnenten, der halt am Freitag das Gewinnspiel gewonnen hatte. Also, kurze Info nur. Bitte schickt mir sofort eine Freundesanfrage, wenn ihr auch was gewinnen wollt. Weil das Problem war zum Beispiel mit dem, wo ist er? Jetzt steht er wieder nicht mehr in der Liste. Der IMAX hat halt den Skin gewonnen, aber am Freitag eigentlich schon. Aber wir waren nicht lange genug befreundet. Deshalb musste er warten bis gestern Abend. Aber da haben wir es dann hingekriegt. Also wie gesagt, wenn du noch kein Abonnent bist und komplett neu auf dem Kanal bist, gerne ein Abo dalassen und schick mir bitte eine Freundschaftsanfrage an yt-familyhack, damit genau das hier nicht passiert. Falls ich mal im Stream einen Skin verlose, dass ich euch das Geschenk nämlich dann direkt geben kann. Weil er hatte zwar jetzt Glück, er wollte halt eh lieber so einen Skin haben, aber an dem Tag, wenn die Verlosung ist, würde ich halt schon den Skin direkt raushauen. So, wie das mit der Freundschaftsanfrage funktioniert, ganz einfach, hier oben links hin, Freunde hinzufügen, yt-familyhack, dann hier auf Abschicken gehen und da habt ihr schon alles richtig gemacht. Und natürlich gerne, wie gesagt, Abo dalassen, Glocke aktivieren, dann wirst du auch nichts mehr verpassen. So, dann wegen Creator Code, ihr wisst ja, hier unten rechts drauf gehen, yt family unterstrich family hack, immer jeden Tag auf annehmen gehen, damit der Code nicht rausgeht, weil der geht nach 2 Wochen automatisch raus. Und erstmal danke dann dafür. Wie gesagt, gestern kamen auch noch einige neue dazu und vielen, vielen, vielen Dank dazu. So, dann gucken wir uns den Skin von gestern gerade noch mal ganz schnell an. Er ist einmal mit Hut und einmal ohne. Erinnert so ein bisschen an das neue Tilted von damals, aber er kam halt jetzt erst. So, dazu der passende Rücken. Da finde ich aber eigentlich, eigentlich hätten sie ihn komplett rauslassen können. Weil ohne Rücken sieht er eigentlich besser aus. Warte mal, wir drehen ihn mal kurz. So, also ohne Rücken finde ich ihn persönlich besser. So, dann gucken wir direkt mal weiter. Dann haben wir nämlich noch die Spektralsense. Vom Ton her echt okay. Aber wie gesagt, ich sage ja immer wieder, man müsste eigentlich in-game sehen, wie die aussieht. Aber ich denke mal, die sieht schon recht nice aus, gerade in Verbindung mit dem Skin. Ich finde persönlich echt ein gutes Paket an sich. So, dann haben wir hier noch. Ruby ist nämlich wieder da. Unsere kleine moderne Joggerin mit Adidas Pullover quasi. Fehlt halt ein Streifen, klar. Und mit passendem Rückenaccessoire. So sieht die moderne Frau von heute aus. Kappa. Dann der Streifenflitzer. Oh, der Ton ist nice. Und der passende Kleider dazu. Also es ähnelt schon schwer Adidas, aber lassen wir das einfach mal. So, dann haben wir. Ich glaube, ich weiß schon, wer es ist. Kylo ist wieder zurück. Jeder kennt von Monte den Hund. Kylo hat ja seinen eigenen Skin schon bekommen. Klar, so sieht er nicht ganz aus. Kylo ist ja komplett schwarz. Aber jeder kennt ihn, glaube ich. Und natürlich mit passendem Rückenaccessoire. Also ist recht nice. Das Problem ist der Pullover. Ich glaube, hätten sie einen anderen Pullover genommen, so eher rot-schwarz, dann wäre er noch besser spielbar, weil so ist man ziemlich gut erkennbar auf Distanz. So, dazu noch die Spitzhacke. Ja, der Knochen hört sich ein bisschen metallisch an. Zumindest mal beim Ausholen. Oder soll es ein Bellen sein? Ah, man weiß nicht. So, dazu noch die passende Tarnung. Die gefällt mir allerdings nicht so wirklich. Aber wir haben ja auch schon mitgekriegt, einige von euch haben mir ja schon Tarnungen geschickt. Auf jeden Fall geht dann natürlich trotzdem Dankeschön raus. Also jeder Support von euch hilft mir natürlich.
So, dann machen wir hier weiter. Die Schattenagentin, die eigentlich auch ziemlich beliebt ist, mit verschiedenen Stilen. Ah, einmal in Schwarz und einmal in, ja, sagen wir mal, Silberschwarz. So an sich ganz gut, erinnert so ein bisschen an die Unglaublichen. So, was haben wir noch? Dann haben wir den Sauberer Groove. Der Beat ist geil. Hat so ein bisschen Techno, ein bisschen Lambada, so ein bisschen. So, dann die Holoscan-Tarnung ist wieder da. War die gestern schon drin? Weil gestern haben wir schon viele Gegner gehabt, wo die genau die Tarnung hatten. Oder wussten da wieder manche mehr als die anderen. So, dann haben wir Tiefer Depp. Einmal noch. Das ist wirklich schon tief. Könnt ihr mal gerne ausprobieren. Kriegt ihr den Depp so hin? Ich glaube, ich nicht mehr. Dann haben wir noch Lightshow, aber die männliche Variante. Ist halt immer noch ein geiler Skin, auch der weibliche. Aber heute haben wir halt den männlichen drin. Ja, die Brille ist nice. Ob er dadurch überhaupt was sehen kann? Kapach. Dann haben wir die magischen Schwingen. Das sind halt echt, das sind geile Flügel. Also muss ich schon sagen. Die sind nice. Na doch, das wären auch Flügel, die würde sogar ich spielen. So, dann würde ich sagen, war es das erstmal an der Stelle mal wieder. Ich denke mal, heute Abend wird ein Stream kommen, aber die Uhrzeit kann ich nicht sagen, weil ich wieder am Arbeiten bin. Von daher ist das alles ein bisschen schwer einzuschätzen. Aber ihr wisst ja, wie gesagt, wenn ihr mich gerne unterstützen wollt und was aus dem Shop kaufen wollt, gerne YT-FamilyHack unten rechts auf Creator Code da eintragen, dann auf Annehmen. Und dann habt ihr das auch geschafft. Und wie gesagt, wenn du auch mal einen Skin gewinnen willst, gerne eine Freundschaftsanfrage schicken und gerne halt auch ein Abo da lassen. So, dann würde ich sagen, war es das auch für heute. Und in dem Sinne, haut rein.